eines zu einem Ablenkungsmanöver, das immer wieder kommt, die Kriminalitätsstatistiken. Es muss darauf hingewiesen werden, und ich denke, es ist Ihnen auch bekannt, dass der Sinn von organisierter Kriminalität gerade das Drücken der Statistiken ist, weil die Kriminalität versteckt stattfindet, weil sie in Institutionen stattfindet, weil man eben die Polizei unterwandert. Dadurch und durch die Angst der Bürger, durch die Resignation der Bürger, sinken diese Statistiken. Das kann sich jeder zu Hause selber denken, wie hier der Zusammenhang ist. Ich bitte Sie, dieses Ablenkungsmanöver nicht mehr dauernd zu fahren. Das ist zu durchsichtig, selbst für Sie. Vielen Dank. Also Kriminalität, wenn ich das bisher so einigermaßen im Leben verstanden habe, ist immer darauf gerichtet, dass sie zunächst mal nicht entdeckt wird. Dass das, also, ich bin bisher eingeschränkt kriminell gewesen, wenn ich das so übersehe. Aber wenn ich mir vorstellen würde, das als berufliche Alternative anzustreben, dann würde ich schon sagen, wäre mein Anliegen, da nicht bei entdeckt zu werden. Und zwar völlig egal, was ich mache. Egal, ob ich in Clans unterwegs bin oder ob ich irgendwas anderes mache. Also, dass das jetzt eine Eigentümlichkeit der Clankriminalität wäre, das ist wirklich ein Spezifikum, mit dem Sie sich über Fachleute austauschen sollten. Also, herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis.